Hallo, heute wieder Witschung-Sprechstunde. Heute geht es unter anderem auch um die Schmetterlingsmesse, die Batschamdau. Erstens, wo hast du die Batschamdau-Form gelernt und inwiefern hat das Training der Batschamdau Auswirkungen auf dein sonstiges Winchung? Zweite Frage, Mufa Chong, was ist die Geschichte, wo kommt dieses Trainingsgerät eigentlich her? Beginnen wir mit der Frage bezüglich der Batschamdau. Wo ich sie gelernt habe, ist einmal relativ schnell und leicht zu beantworten. Ich habe die Batschamdau-Form von Donald Mack gelernt. Donald Mack ist Schüler, Meisterschüler gewesen von Zhao Tejun. Und Zhao Tejun war angeblich der erste Schüler Yip Mans, der eben von Yip Man diese Form in Hongkong lernen durfte und hat diese Version der Form, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Versionen, also meiner Meinung nach ist die Batschamdau-Form die Wing Chun-Form mit den allermeisten Versionen oder anders gesagt, gut, Versionen gibt es von jeder Form viel, wenn ihr schaut, Zilium Dao findet ihr auch hunderte Versionen, aber wo die Versionen einfach die größten Unterschiede haben. Also da findet man wirklich Versionen, die nichts miteinander zu tun haben. Also gibt es keine andere Wing Chun-Form, wo das so extrem ist. Diese Version eben, die Zhao Tejun macht, ist eine mit einer sehr, sehr beweglichen und sehr dynamischen Schrittarbeit, geht eben auf Yip Man zurück. Und Zhao Tejun hat auch immer gesagt, dass eben Yip Man über die Batschamdau-Form gesagt haben soll, die praktische Bedeutung ist eben dieser Tage, das war damals in den 50er Jahren in Hongkong, eben nicht mehr wirklich groß, wobei es im Umfeld von Yip Man sehr wohl Leute gegeben haben soll, die auch zu dieser Zeit noch tatsächlich ausprobiert haben, ob die Dinger funktionieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber was er eben gemeint hat, Yip Man, was ganz entscheidend ist, ist die Schritttechnik und darauf kommt es an und da kann man viel daraus lernen. Und mir ist es eben auch begegnet, dass ich bin ja auch viel unterwegs, tausche mich viel mit Wing Chun-Meistern unterschiedlicher Wing Chun-Richtungen und Traditionslinien aus und da wird man oft gefragt, und wo hast du gelernt? Und dann erzähle ich mal immer von Zhao Tejun und habe über Zhao Tejun gehört von Leuten, die ihn persönlich gar nicht kannten. Ja, der hat eben eine beeindruckende Schrittarbeit. Und habe von anderen Wing Chun-Meistern gehört, dass die gesagt haben über ihn, man erkennt anhand seiner Schrittarbeit, dass er eben die Messer wirklich gelernt hat. Und das ist eben auch oft spannend, habe ich mehrfach schon erwähnt, dass das aber oft ein Problem ist, weil viele Versionen der Batschamdau-Form ist einfach nur noch irgendwelche Handtechniken und die Schrittarbeit ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und damit, wenn man Yip Man gesagt hat, das ist das Entscheidende, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn genau das dann verloren gegangen ist. Eben, und damit sind wir schon ein bisschen auch eben bei der Frage, inwiefern profitiert man davon oder inwiefern hat das Auswirkungen auch dann auf das waffenlose Wing Chun? Doch in recht vielerlei Hinsicht. Einerseits ja, ist es einmal eine ganz starke Kräftigung der Unterarmmuskulatur. Ja, also diese Messer nach vorzubringen und dann auch in dieser Position dann auch halten zu können, das ist gar nicht leicht. Zweitens geht es auch wieder um eine sehr gute Ganzkörperkoordination. Die Messer werden eigentlich immer in Verbindung mit dem Körper geführt, nicht isoliert. Ja. Das heißt, die Hüfte muss hier sehr stark eingesetzt werden. Wir haben auch hier deutlicher als in jeder anderen Wing Chun-Form, dass wir das benötigen, dass die Energie auch so von unten nach oben kommen kann, um die Messer rauszubringen. Also auch das ist eben ein Aspekt, der bei den Messern rauskommt. Bezüglich der Schrittarbeit gibt es eben eine Reihe von Bewegungen, wo wir wirklich so gedrehte, gespinnte Beintechniken haben. Auch das lässt sich dann wieder gut einsetzen. Auch daraus lassen sich Bewegungen herausentwickeln. Manche entwickeln daraus auch runde Kicks. Zhao Tejun hat das beispielsweise sehr gerne getan. Also das eben auch ein wichtiger Aspekt der Form, aber eben, wie eingangs gesagt, der wahrscheinlich wichtigste Aspekt ist eben diese Schritttechnik. Und das ist aber besonders spannend, weil eben diese Batschamdau-Form gewisse Dinge, was die Schritte betrifft, eigentlich aber auch nur andeutet. Ja, also selbst wenn man jetzt wieder nur diese Form gelernt hat, ja, gibt es, wenn man es sozusagen weiß, wenn man würde es leicht übersehen, bestimmte Ideen von Schritten, wie wir sie sonst nicht kennen oder zumindest im Yip Man Wing Chun nicht kennen, aber wieder leicht zu übersehen. Aber was denke ich da zum Beispiel? Ganz ein wichtiger Aspekt ist, das ist die fünfte Sektion, wo wir wirklich dann hier eben nach vorne gehen. Das heißt, hier geht wirklich das Gewicht auf das vordere Bein nach vor. Und das ist wichtig zur
Kraftübertragung ist das manchmal entscheidend untypisch für Wing Chun. Meistens sozusagen wird das Gewicht ja eher hinten gehalten, aber zur Kraftübertragung manchmal wirklich die ganze Körpermasse in die Bewegung mit reinzunehmen, ist das mitunter entscheidend. Ja. So richtig, muss ich sagen, habe ich aber erst diesen Wert dieser Schritttechnik auch wieder erkannt mit ein bisschen einer Außensicht auf das Hipman-System, Außensicht, also schon innerhalb von Wing Chun, und zwar wieder durch das Golo-Wing Chun. Und wieder, alleine durch das Golo-Wing Chun hätte es wahrscheinlich auch wieder nicht die Augen geöffnet. Ja. Da gibt es eben dieses Tang Ma Bichi, das ist dieses galoppierende Pferd, und da gibt es eben auch eben hier eine spezielle Art der Schritttechnik, die wieder ich jahrelang gemacht habe, ohne so richtig zu verstehen, was sie mir bringt. Aber dann irgendwann war das ein ziemlicher Augenöffner, was man mit dieser Schritttechnik eben alles machen kann, und dass das einfach unglaublich effizient dann eben, speziell in der ganz, ganz nahen Distanz ist. Ja. Das ist ein großes Thema und so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, passt zu dem galoppierenden Pferd. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Also wie gesagt, diese Ideen, wie man sich doch noch mehr bewegen kann, wie man den Körper noch mehr einsetzen kann. Es gibt dann auch Bewegungen aus der Form, die dann umgesetzt werden können, als Art Hebeltechniken und so weiter. Da liefert die Form schon noch einmal ganz viele Ideen, und einfach, wie gesagt, was die Schritte betrifft, befreit es, möchte ich sagen, das Wing Chun enorm. Ja. Wing Chun ist viel zu oft so wie gebunden an so ein fast roboterhaftes, nach vor und zurück linearen Schritt. Das ist es aber eigentlich nicht. Ja. Und da gibt eben, oder in der Version, wie ich es gelernt habe, eben diese Bajamdao-Form ganz, ganz viele Ideen, was da eben alles noch möglich ist. Eine Sache vielleicht noch, die Messer sind ja immer wie eine gewisse Verlängerung der Arme. Insofern sind die Armwinkel oft ähnlich dem Waffenlosen, aber eine Verlängerung ist auch immer ein bisschen eine Verdeutlichung. Ja, also wenn sozusagen ein Armwinkel vielleicht hier noch ganz gut aussieht, wenn er jetzt verlängert wird, merke ich dann, hoppsala, das passt ja gar nicht so richtig, erkenne ich dann durch die Messer dann auch oft noch einmal deutlicher. Und wieder eben die Kraftübertragung, dass das aus der Hüfte kommt, dass das aus dem ganzen Körper kommt und so weiter und so fort. Also da gibt es eben einiges, warum man da schon stark profitieren kann von dieser Form. Aber so richtig spannend wird es eben im Wing Chun eigentlich erst, es erklärt sich Wing Chun meiner Ansicht nach eben erst bei Kenntnis aller Formen, weil es da wieder Rückschlüsse gibt. Man kann dann plötzlich Bewegungen in der Holzpuppe anders verstehen und anders machen, wenn ich eben erst so richtig verstehe, eine bestimmte Art der Schritttechnik, die ich aber eben eigentlich in den Schmetterlingsmessern lerne und so weiter. Die Formen beeinflussen sich im Wing Chun schon sehr, sehr stark auch wieder gegenseitig. Ja. Und deswegen sozusagen kann man eben den ganzen Wert gar nicht isoliert sehen, sondern wieder als einer Kombination der Formen. Kommen wir zur zweiten Frage, Mulfa Chong. Mulfa Chong gibt es von mir ein ausführliches Video, was das eben genau ist. Und hier findet ihr auch eben den Link dazu. Diese Pflaumenblütenblöcke, ja, das ist es eigentlich, kennt man aus verschiedensten Shaolin-Stilen, was eben etwas untypisch ist in Wing Chun, dass das eben nur fünf sind, dass die auch relativ eng beieinander sind. Woher kommt das Ganze? Wieder, ich habe es wiederum gelernt von Donald Mack, also gehen wir wieder zurück, diese Richtung, Chao Te Chun, Yip Man und so weiter. Wobei es eben so ist, die Form als Form geht auch eben eins zu eins auf Donald Mack zurück. Also er hat das zusammengestellt als eine Form. Gelernt hat er die Prinzipien und Bewegungen eben wieder von Chao Te Chun, und aber hat dann eben versucht, nachdem das eben relativ unstrukturiert war, eben eine Bewegungsform daraus zusammenzustellen. Chao Te Chun wiederum hat die Bewegungen und die Prinzipien von Yip Man gelernt. Das ist das Schöne an Chao Te Chun, dass man sich da immer sehr sicher sein kann, weil Chao Te Chun einfach von niemand anderem gelernt hat, auch keine anderen Kung-Fu-Stile gelernt hat, weil sonst ist ja immer so ein Unsicherheitsfaktor, woher kommt das Wissen tatsächlich. Aber in seinem Fall kann man sich wirklich immer sehr sicher sein, das geht auf Yip Man zurück. Woher Yip Man das Ganze natürlich wieder hatte, ja, das kann man jetzt historisch wieder hinterfragen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder eben auch gelernt, ja, von seinem Lehrer Chan Wason, oder wenn man daran glaubt, Luang Bic, wie auch immer, sprich, dann würde es zurückgehen auf Luang Zhan.
Ja, ob das stimmt, mag sein. Also in der Gulot-Linie, die auch auf Langzahn zurückgeht, habe ich es persönlich nicht gesehen. Aber wie gesagt, das muss nicht immer was heißen. Oder Ebmann hat sich ja auch wiederum mit anderen Windschuhmeistern ausgetauscht. Vielleicht gab es über diesen Weg hinein. Also das wissen wir nicht. Also da verläuft sich das Ganze ein bisschen im Dunkeln. Nächste interessante Frage. Warum findet man das Trainingsgerät dann nicht in anderen Jippmann-Richtungen? Weiß ich nicht einmal sicher, ob man das so sagen kann. Also wo ich es beispielsweise schon gesehen habe, ist Lisching über die Richtung, dem Lisching-Schüler Joseph Mahn. Also in dieser Richtung gibt es das, wobei Lisching wieder schon von Jippmann, aber nicht nur gelernt hat. Also deswegen wissen wir es wieder nicht ganz genau. Ja, halt vieles, was bei uns im Westen präsent ist und auf Jippmann zurückgeht, geht ja meistens auf Schüler zurück von Jippmann, die eigentlich nur kurz bei Jippmann gelernt haben. Also da wäre es dann auch nicht verwunderlich, dass die das eben nicht erlernt haben. Aber auch bei sehr langjährigen Jippmann-Schülern gibt es eine ganze Menge. Ja, also ich denke beispielsweise, ja, Lokyu gibt es ja auch in Deutschland, war ja überhaupt der zweite Schüler Jippmanns schon, oder eben auch Lomankan, Winchung und so weiter. Da weiß ich es zu wenig, ob es das gibt, würde mich immer interessieren, aber das ist vielleicht auch noch eine letzte Überlegung dazu. Was eben immer interessant ist, Jippmann hat schon auch seine Schüler individuell unterrichtet, ein bisschen individuell auch nach dem, was sie eben auch besonders brauchen oder wo sie auch besonders begabt sind. Und ich weiß eben, Zhao Tejun war eben sehr klein, sehr leicht. Und deswegen war eben auch die Aussage von Jippmann, dass für ihn sehr wichtig ist, dass er eben sehr beweglich ist und sich gut bewegen muss. Ja. Und insofern wäre es möglich, dass er ihm dann das eben gezeigt hat, was er vielleicht anderen Schülern, wo er die Notwendigkeit nicht so groß gesehen hat, nicht gezeigt hat. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Ja, das war es schon wieder für die Windschuh-Sprechstunde für heute. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, würde mich freuen, bitte einfach unten in die Kommentare rein. Dann werde ich es gerne in einer der nächsten Ausgaben beantworten. Und auch sonst gilt, wenn du allgemein Interesse an Windschuh hast und solltest du diesen Kanal eben noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn du das tust. Dann sehen wir uns ja sicher bald bei einem der anderen Videos wieder.